Aber das Ding ist, es ungefähr Halbzeit sein. Oh. Ja. Halbzeit, ne? So. Einsteigen bitte. Genau, einmal einsteigen bitte mit euch. Damit ihr auch alle mitkommt. Achso, jetzt sind wir sogar schon wieder hier zeitlich abfahrtsbereit. Und werden uns gleich mal weiterbegeben, weil sonst wird das... Nee, sonst kommen wir halt nicht mehr pünktlich an. Achso, da unten steht's doch. Da steht doch was mit der Halbzeit. Oh, ich bin nur auch ein Profi. Da steht's doch hier. 6.58 Uhr ist Ankunft an der Endstation. Ja, man könnte lesen. Dann würde man das erfahren, aber man kann es auch wie ich bleiben lassen. Aber kommt keiner mit. Ach ja. Aber da steht's ja. Von dem her, glaube ich, passt das ganz gut. Kleistpark. Übergang zum Metrobus. Ausstieg links. Genau, alle schön zum Metrobus umsteigen. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Vorne umsteigen. Alle die U-Bahn leer machen. Keiner mehr mitfahren. Nein, Quatsch. So hab ich das doch nicht gemeint. Ui. Ach gut, hier geht's aber. Hier ist nicht ganz so schlimm. Dürfen wir ein bisschen weiter... hier dürfen wir das ein bisschen weiter vorne halten. Ein bisschen weiter vorne. Hier. Einsteigen, bitte. Genau, nochmal einsteigen, bitte. Wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Ja, gut, dann... Machen wir ein bisschen Zuginspektion, ne? Guck mal, wir sehen die Masse an Fahrgästen, die diesen Zug hier besucht. Die ist einfach nur immens. Das freut mich auch, dass der Zug so gut angenommen wird. Quatsch, aber ich weiß, es ist so süß. Ne, guck mal, so wenig Zug. Oh. Ich find's trotzdem witzig. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ihr mag das, ich find das witzig. Ne, sie bestimmt auch, oder? Führen wir mal eine Fahrgastbefragung durch. Weil ich weiß nicht, ob die uns da irgendwie... Nein, oh nee. Wie war das? In World of Subbasen hier aussteigen? Nein, nein, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Nein, nein. Ich habe den Fehler schon wieder... Also nicht, dass ich den schon mal gemacht hätte. Ach. Hm. Fehler gemacht. Selber schuld. Depp. Kollege, kannst du mir helfen? Nee, kann er nicht. Mann. Ja, Zug nach Rathaus Spandau, da wären wir hergekommen, hingekommen, Taten täten sein. Ja, ich glaube, dass wir jetzt nicht wieder weit wegkommen, weil wir uns irgendwie da in der Ecke verhakt haben, im Fuß da, wir haben nicht so gap gemeindet, würde ich sagen, war es das einfach für diese Aufnahme, kann ich jetzt auch nichts machen. Gibt's halt nur eine Folge, ne, selber schuld. Mach es aber wieder gut, bis zum nächsten Mal dann, ohne bald auf Subways. So ein Mist. Nie mehr aussteigen hier. Mist. Man kann springen, hüpfen, ducken, wie man will. Sprinten, das bringt nichts. Du kannst alles drücken hier. Ich meine, ihr hört das nicht, aber ich hämmer gerade meine Tastatur kaputt. Naja, gut. Dann würde ich sagen, war es das einfach. Für uns an der Stelle kann ich die... Nee, schließen kann ich die Tür auch nicht. Gut. Würde ich sagen, war es das. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Warte mal, nix tschüssi. Wie bin ich jetzt da rausgekommen? Steuerung alt. Okay, super. Haha, doch nichts Abmoderation. Hihi. Steuerung und alt drücken. Steuerung alt. So ein witziger Aufnahmetasten ist das eine ganz gute Kombo, ne? Da kommst du immer wieder weiter hier im Spiel. Hm. Muss ich Steuerung und alt drücken? Ich raffe nicht. Komm ich überhaupt wieder rein? Das ist das andere Problem, dass ich überhaupt nicht mehr hier reinkomme. Reicht nicht, wenn ich mich da in die Nähe stelle? Nee, schade. So, jetzt aber hier, ne? Zurückbleiben, bitte. Oh, schon wieder gedacht, man hätte hier Mist verzapft. Gut, Mist verzapft. Habe ich auch noch eine Art und Weise. Fahr mal. Achso. Ja, ich hab's verstanden. Den müsst ihr erst der Druckluft wieder aufbauen, Mensch. Dann machst du das halt. Haben wir ein bisschen die Station angeschaut und zwar mit Verspätung eingesammelt. Das ist doch eine feine Sache. Interessant. Springen mit Steuerung und Alt. Ah ja, okay. Gut. Wieder was gelernt. Yorkstraße. Übergang zur S-Bahn. Ausstieg links. So ist es, ne? Sehr geehrte Fahrgäste, bitte entschuldigen Sie diesen längeren Stationsaufenthalt.
Es ging nicht anders. Der Zugfahrer, dem Zugfahrer, sein Fuß ist eingeschlafen. Und deswegen kam es zu einer solch abstrusen Situation, meine Damen und Herren. Da können wir an dieser Stelle leider nichts mehr für Sie tun, als uns bei Ihnen zu entschuldigen. In der Situation konnte der Zugfahrer leider auch nichts machen, weil er konnte ja keine Durchsage machen. Von daher ist das halt so, wie es halt ist. Ein bisschen weiter vor. Alter, was ist denn da bitte für ein Takt auf der Gegenrichtung? Einsteigen bitte. Anscheinend ein ganz ordentlicher, ne? Zurückbleiben bitte. Jetzt gucken wir halt, dass wir auch tatsächlich wie der Kollege so ein Start, Stop and Go sofort machen. Sonst wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig, Sturm. Was ich mir eigentlich gerade am Überlegen bin, ist, wie das hier mit dem Antrieb funktioniert. Da müsste ja eigentlich in jedem Zug so ein Antriebsmodul drin sein, weil sonst wäre das ja irgendwie ein bisschen schwierig. Sonst würden wir jetzt ja hier abgehen wie Schmitz Katze, wenn da so ein vollbespannten Zug mit 6 Wagen hast oder so, dann ist ja irgendwie nicht so. Also ich vermute mal, dass das echt jedem Ding da irgendwie so ein Antrieb drin ist. Sonst wäre das ja irgendwie, glaube ich, ein bisschen sinnlos, ne? Nöckernbrücke. Übergang zur U1. Ausstieg links. Vor allem, weil ja in den Zügen, die häufig mit ganz vielen Wagen fahren, eher viele Leute unterwegs sind. Sonst würden sie nicht mit vielen Wagen fahren. Also die Wagen meistens auch recht voll und dann wäre es ja auch meistens ein bisschen blöde, wenn da die nicht vom Fleck kommen würden, weil sie so wenig Leistung haben. Das wäre ja auch Quatsch, ne? Deswegen, uiuiui, wird das dunkel hier. Weiß nicht, für Bremsen brauchen, Mensch. Jetzt habe ich vorhin die Fahrplanzeit verschwendet. Und da kommt schon der nächste Zug. Triffst an jeder Station und Kollegen. Ist doch auch was Tolles, ne? Einsteigen bitte. So, jetzt aber. Immer schön den Wechsel einer von den alten. Genau. Zurückbleiben bitte. Weiß doch nie, für welchen das gemeint ist, ne? Zurückbleiben bitte. Hä, welcher? Haha, der steht länger als wir. Haha. Komm schneller vorwärts. Muhaha. Ach ja. Und Verspätung wird auch langsam wieder. Es ist doch eine Pracht, du. Dies klappt doch. Neringdamm. Übergang zur U6. Ausstieg rechts. So. Ja, nicht vergessen hier. Das ist ganz wichtig für die Fahrgäste als Information, du. Hier sind 40. Oh, ja, macht vielleicht Sinn. Aber dass das da links nicht angezeigt wird, keine Ahnung. Hey. Ach, hier sind 40. Was war bestimmt, das war der Ankündigung. Haha, ist ja egal. Fahren wir mal 40, ne? Und dann kostet ja nicht, ne? Außer ein bisschen Fahrplanzeit. Aber das müsste ja eigentlich so ein Fahrplan drin sein. Deswegen sollte das keine größeren Probleme darstellen, meine Damen und Herren. So. Einsteigen bitte. Auch immer schön die Knöpfe nicht verwechseln. Das ist immer so. Ich weiß nicht, wenn man nicht oft fährt, dann ist das ein bisschen strange. Aber das ist eigentlich ganz cool gelöst, finde ich, mit dem Numblock. Zurückbleiben bitte. Dass man da die ganzen Dinger drauf hat. Das ist eigentlich, finde ich, das ist auch eine ganz coole Spielsteuerung, du. So, zack, weiter hier, ne? Der kommt ja nicht aus dem Quark. Jetzt aber. Mehr noch 40 steht ja da offiziell, ne? Offiziell zumindest. Ich kann da mal. Ja, stellen wir mal hier auf 50, ne? Damit wir nicht so schnell vorwärts kommen, boah. Gneisenaustraße. Ausstieg links. Bin ich da früher echt immer mit 70 durchgeheizt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dass er der Vergangenheit so schnell durchgeheizt ist. Das wäre ja. Das wäre unverantwortlich, wäre das. War es wahrscheinlich auch. Mhm. Passt also schon. Aber so ist es leben, ne? Da kannst du es nicht machen. Ich bin auch kein Fahrgast, bin ja nur der Fahrer. Also bin im Prinzip ja auch Teil des Zuges irgendwie. Ach ja, ja. Einsteigen bitte. Ja, alle mal rein, alle mal raus. Ich will noch einsteigen wollen. Für die zwei Stationen da, Mensch. Also kommt er auch nicht schneller vorwärts. Ich habe mir gedacht, dass er vielleicht ein bisschen schneller vorwärts kommt, wenn wir den nicht mit
vorne im Ding da anfährt. Wobei, es geht schneller, wenn man ihn drin rumrührt, ne? Das Leben beschleunigt dann da schneller. Ich weiß auch nicht warum. Gut, aber lass uns besser mal bleiben. Ist, glaube ich, nicht so gesund. Südstern. Ausstieg links. So ist es. Und auch bis auf eine Minute. Oh, das ist ja süß. Bis auf ein kleines Minütchen haben wir da alles wieder reingefahren, du. Weil ich glaube, also in einem so dichten Takt, oh ja, 25, in so einem dichten Takt macht das dann doch durchaus auch was aus. Ja, fast 25 gefahren, 40. Ja, in so einem dichten Takt ist das dann durchaus ein Unterschied, wenn man ein bisschen zu spät ist. Dann macht das dann durchaus was aus. Was ist denn hier ausgelegt auf dem Boden? Was ist denn das? Ist da Holz? Ah, oh, es ist bestimmt Weihnachtsholz. Einsteigen, bitte. Ganz bestimmt. Zurückbleiben, bitte. So, einmal weiter damit. Oh, das ist so laut, gell? Ja, jetzt gleich wieder anfangen, genau. Hm. Kann ja nicht mal ruhig sein. Schlimm, ekelhaft. So, HPU, wunderbar. Hermannplatz. Übergang zur U8. Ausstieg links. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ich glaube, das war die Stationsansage und nicht die Zugansage. Na gut, dann wiederholen wir die später einfach nochmal. Ist ja auch egal. Dann machen wir das nachher nochmal. Ne? Wahrscheinlich geht es nochmal in die Abstellanlage oder so, könnte ich mir vorstellen. Da ist das eine ganz sinnvolle Sache wäre. Aber ich weiß es nicht. So, 45 gleich. Warum das sonst nirgendwo angezeigt wird, ich weiß es nicht. Ich hab da keine Ahnung davon. 65, hä? Das Leben ist komisch. Vielleicht verstehe ich es einfach noch nicht richtig. Das ist wahrscheinlich dann die logischere Erklärung an der Stelle, du. So, schauen wir mal, halten müssen da vorne. Genau. Genau, nächste Weiche ist nach links. Das heißt, wir dürfen da irgendwo seinen Zug abstellen. Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ist sogar keiner mehr drin. Zurückbleiben, bitte. Gut, dann haben wir uns gemacht. So, da kann man ja mal ein bisschen. Hoffentlich ganz so schnell. Was war das schön, gemütlich da irgendwo in die Dingsanlage da einfahren. Ein bisschen schneller können wir schon. Ne, so 25 ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Gibt es da eine Ansage? Schade. Ich hab grad, vielleicht können wir es zum Abstürzen bringen oder so, wenn wir seine Ansage abspielen. Ne, Quatsch, wär ja blöd. Ich muss ja auch nicht sein, so aber Strom weg. Tag, Kollege. Kehrfahrt. Ne, werde ich ganz vorne halten. Ich möchte nicht noch Kehrfahrt machen, da. Schön bis nach vorne durchfahren, ne? Kia HPU2. So. Ja, schön über Druckluft aufbauen. Das ist wichtig. Und dann stehen wir da abgestellt. Und dann kann man mit uns rangieren, machen, was man will. Ja, ne? Was müssen wir denn machen? Einsteigen, bitte. Keine Ahnung, muss jetzt aussteigen oder. Wie definiert sich jetzt das Ende dieses Szenarios? Ach, wunderbar. Die Simulation endet hier, bevor ich jetzt auf Beenden drücke. Geht da wahrscheinlich das Fenster zu. Deswegen würde ich sagen, war es das an der Stelle tatsächlich wirklich für diese Aufnahme. Nicht, wie ich vorher schon mal angesetzt habe zum Art Moderieren. Mache das gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Aufnahme oder bis zu einem anderen Spiel. Mache das dann gut. Tschüssi. Jetzt stoppt ja die Aufnahme schon wieder nicht. Ich muss da mal wieder nachhelfen, du. Irgendwie. Ich weiß es nicht genau, wie. So, nicht auf jeden Fall. Lass mich mal überlegen. So müsste es funktionieren, oder?